Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und ich freue mich heute mit dir zusammen einen schön kurzen, knackigen Yoga-Flow zu machen. Das ist ein ausgewogener Flow für den ganzen Körper und gibt dir schön viel Energie für deinen Tag. Wir starten direkt im Stehen am Anfang der Matte in Tadasana. Bring deine Füße hüftbreit auseinander, zieh die Schultern zu den Ohren nach oben und dann lass sie locker nach hinten unten sinken. Richte dich auf. Werde ganz groß, zieh den Scheitelpunkt zur Decke nach oben und dann schließ gerne für einen kurzen Moment deine Augen. Bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Fang an, ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein- und auszuatmen. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Und dann gehen wir durch unseren ersten Sonnengruß. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme über den Kopf, heb den Blick und streck dich lang. Ausatmen, beug dich über die Beine nach vorne, du kannst die Knie gerne gebeugt halten. Einatmen, komm in eine halbe Vorbeuge, streck dich lang. Und mit der Ausatmung setz dann den linken Fuß lang zurück in einen Ausfallschritt. Atme ein, hier bleib auf den Fingerspitzen, lass das Becken nach vorne unten sinken. Und Ausatmung, setz den rechten Fuß neben den linken herab, Hund. Einatmen, roll dich nach vorne bis in eine Plank-Position, Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, setz die Knie auf der Matte ab, unterstützte Plank. Einatmen, hier aktiviere die Bauchmuskulatur. Ausatmen, komm zum Liegen auf die Matte nach unten, leg die Füße ab. Einatmen, für eine Cobra, roll dich langsam aus dem oberen Rücken nach oben. Und ausatmen, direkt wieder lösen, stell die Zehen auf und komm in deinen herabschauenden Hund, heb die Hüfte zur Decke. Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge hier, bringen gerne Bewegung in die Position. beugt deine Beine abwechselnd rechts, links. Schau, was sich für dich hier gut anfühlt. Und finde so viel Länge wie möglich über die Wirbelsäule. Mit deiner nächsten Einatmung hebt das linke Bein zu Deck an einen dreibeinigen Hund. Ausatmen, setz den Fuß zwischen die Hände wieder in den Runners Lunge. Komm auf deine Fingerspitzen, atme ein, lass das Becken nach unten sinken, heb den Blick. Ausatmen, rechter Fuß hüftbreit neben den linken nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge, streck dich lang. Ausatmen, Uttanasana, sink nach unten. Einatmen, komm zum Stehen, zieh die Arme über den Kopf, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Tadasana. Wir fügen ein bisschen was hinzu. Einatmen dann hebt die Arme, hebt den Blick. Ausatmen, beug dich nach vorne, Utanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge für Länge. Ausatmen, diesmal rechter Fuß lang zurück in den Ausfallschritt. Bleib auf den Fingerspitzen. Einatmen hier für Länge. Ausatmen, setzt die rechte Hand auf der Matte ab. Und dann für einen Twist hebt mit der Einatmung den linken Arm zur Decke nach oben, hebt den Blick Richtung linke Hand. Bleib ganz stabil in den Beinen, schieb die rechte Ferse nach hinten raus, linkes Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Nochmal Einatmen hier. Mit der Ausatmung lösen, setz das rechte Knie auf der Matte ab, richte dich auf, heb die Arme über den Kopf und dann lass dein Becken schwer nach vorne unten sinken für einen Low Lunge. Du kannst gerne den Blick zu den Händen heben. Atme tief ein hier. Ausatmen, beugt die Arme auf 90 Grad. Zieh die Ellenbogen zurück und die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen für so eine kleine Rückbeuge hier. Schieb das Brustbein zur Decke nach oben, atme tief ein. Und Ausatmen setzt die Hände auf der Matte ab. Komm in deinen herabschauenden Hund, linker Fuß neben den rechten. Einatmen, roll dich nach vorne in die Plank, Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, Knie zur Matte. Einatmen, hier aktiviere die Bauchmuskulatur. Ausatmen, komm zum Liegen auf die Matte nach unten. Zweite Runde, Cobra. Einatmen, roll dich langsam nach oben. Vielleicht möchtest du diesmal ein kleines bisschen höher kommen. Und ausatmen, lösen, stell die Füße auf, zurück in den herabschauenden Hund. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Hände sind ungefähr schulterbreit, Füße hüftbreit. Dann konzentriere dich hier auf deine Atmung, atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Noch ein tiefer Atemzug hier. Mit der nächsten Einatmung hebt das rechte Bein an dreibeiniger Hund. Ausatmen, setzt den Fuß zwischen die Hände. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, lass das Becken sinken, runners lunge. Ausatmen, halte die linke Hand auf der Matte. Einatmen für deinen Twist, heb den rechten Arm zur Decke nach oben. Heb auch den Blick zur rechten Hand. Versuch dich aus dem oberen Rücken aufzudrehen. Schieb die linke Ferse zurück, den Scheitelpunkt nach vorne, finde ganz viel Länge hier. Atme nochmal tief ein. Ausatmen, bring das linke Knie zur Matte. Einatmen, zieh die Arme über den Kopf für deinen Low Lunge und lass das Becken schwer nach vorne unten sinken. Halte die Beine ganz aktiv, schieb die rechte Ferse in die Matte. Und dann zieh dich mit den Fingerspitzen noch ein bisschen mehr zur Decke nach oben. Atme tief ein hier. Ausatmen, beug die Arme auf 90 Grad, zieh die Ellenbogen zurück, Schulterblätter zusammen. Und dann öffne dich wieder ein bisschen mehr aus dem oberen Rücken, schieb das Brustbein zur Decke, heb vielleicht den Blick. Mit der nächsten Ausatmung bring die Hände zur Matte, setz den linken Fuß hüftbreit neben den rechten nach vorne. Einatmen halbe Vorbeuge für Länge. Ausatmen, beug dich über die Beine nach unten. Einatmen, komm zum Stehen, heb die Arme, heb den Blick. Und ausatmen, Tadasana. Halte deine Füße hüftbreit, wir gehen in Utkatasana, den Stuhl, beug die Knie, heb die Arme über den Kopf. Halte dein Gewicht in den Fersen, wir bleiben hier für einen Moment. Und dann fügen wir ein bisschen dynamische Bewegung hinzu. Mit der nächsten Ausatmung zieh die Arme zurück, lehn dich nach vorne, wie so ein Skispringer, eine Skispringerin. Und mit der Einatmung richte dich wieder auf Utkatasana, Beine bleiben gebeugt. Ausatmen, lehn dich nach vorne, zieh die Arme zurück. Einatmen, hebt die Arme über den Kopf, hebt gerne den Blick. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Arme zurück. Einatmen, komm nach oben, noch zweimal. Ausatmen, nach vorne, bisschen Aktivierung für die Beine. Einatmen, richte dich auf. Letztes Mal, ausatmen, nach vorne. Einatmen, Utkatasana. Und diesmal ausatmen, beug dich über die Beine nach unten, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge streck dich lang. Ausatmen setzt die Füße zurück Plank Position. Du kannst die Knie absetzen oder in der Luft halten und dann entweder volles Chaturanga oder Variation. Einatmen Cobra oder jetzt heraufschauender Hund. Und ausatmen herabschauender Hund. Heb dann von hier aus mit der Einatmung das rechte Bein zur Decke an, dreibeiniger Hund. Und halte dich für einen Moment hier, streck das Bein so lang du kannst, pointe den Fuß. Mit der nächsten Ausatmung öffne die Hüfte, beug das Knie. Und dann kannst du ein bisschen Bewegung in das Hüftgelenk bringen, indem du hier Kreise machst mit dem rechten Bein. Mach die schön groß und dann gerne nochmal Richtungswechsel andersrum kreisen. Und mit der nächsten Einatmung kommt zurück dreibeiniger Hund. Ausatmen, setzt den Fuß zwischen die Hände und dann Achtung, wir gehen in den Krieger 2, öffne direkt die Hüfte, richte dich auf. Die Fersen sind ungefähr auf einer Linie. Arme sind in einem T-Schau über die rechte Hand nach vorne. Lass dein Becken nach vorne unten sinken. Zieh die Hände aktiv voneinander weg. Mit der nächsten Einatmung zieh dich nach vorne. Ausatmen, hebt den rechten Arm über den Kopf und dann streckt dein rechtes Bein für ein Reverse Triangle. Schaff ganz viel Länge über die rechte Seite, streck den rechten Arm und dann richte dich wieder auf, Arme in ein T, mach den Schritt ein bisschen kürzer, zieh dich lang nach vorne für Trikonasana, bring die rechte Hand auf einen Block oder auf dein rechtes Schienbein, heb den linken Arm zur Decke nach oben. Heb gerne den Blick zur linken Hand. Versuch genauso viel Länge über deine rechte Seite zu finden, wie über die linke. Atme tief ein hier. Ausatmen, schaut zur Matte nach unten, bring die linke Hand zur Hüfte. Für den Halbmond verlagere das Gewicht ins rechte Bein, hebt das linke Bein parallel zur Matte an. Setz die Fingerspitzen vor dir auf oder geh noch einen Block zur Unterstützung. Und dann streck den linken Arm wieder zur Decke nach oben. Halte den linken Fuß geflext, schieb die Ferse nach hinten raus, Scheitelpunkt nach vorne. Halte die Atmung ruhig und dann beug langsam dein Standbein und lande zurück in deinem Krieger 2. Einatmen hier. Ausatmen, Hände zur Matte, geh durch ein Vinyasa, Chaturanga oder Variation. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Und dann direkt Seitenwechsel mit der Einatmung hebt das linke Bein an, dreibeiniger Hund. Halte dich für einen Moment hier, halte die Hüfte parallel zur Matte gerichtet, trägt das Bein ganz lang. Und dann mit der nächsten Ausatmung öffne die Hüfte, beug das Knie. Bring gerne ein bisschen Bewegung in dein Hüftgelenk, indem du hier Kreise mit dem Knie zeichnest. Mach die schön groß. Gerne nochmal Richtungswechsel, andersrum kreisen. Und dann kommt zurück, dreibeiniger Hund streckt das Bein ganz lang. Ausatmen, setz den Fuß zwischen die Hände, setz den hinteren Fuß auf für deinen Krieger 2, öffne die Hüfte, öffne die Arme und blick über die linke Hand nach vorne. Die Fersen sind ungefähr auf einer Linie, linkes Knie ist über dem Sprunggelenk. Und vielleicht kannst du dein Becken noch ein bisschen tiefer nach vorne unten sinken lassen. Und dann zieh dich lang nach vorne und heb mit der Einatmung den linken Arm über den Kopf. Streck das linke Bein für dein Reverse Triangle. Finde eine lange Linie über die linke Seite. Richte dich wieder auf, bring die Arme in ein Tee, mach den Schritt ein bisschen kürzer für Trikonasana. Zieh dich lang nach vorne, bring die linke Hand auf einen Block oder auf dein Sprunggelenk oder Schienbein, heb den rechten Arm zur Decke nach oben. Halte das Gewicht gleichmäßig in beiden Füßen und dann öffne den Brustkorb über die Seite. Mit der nächsten Ausatmung senkt den Blick, bring die rechte Hand zur Hüfte. Für unsere Balance der Halbbund verlagere das Gewicht nach vorne, heb das rechte Bein parallel zur Matte an. Halte dabei den Brustkorb, die Hüfte über die Seite geöffnet und dann hebt den rechten Arm zur Decke nach oben. Du kannst gerne einen Block unter der linken Hand nutzen für ein bisschen mehr Unterstützung. Oder bleib hier auf den Fingerspitzen. Atme nochmal tief ein. Ausatmen, lande sanft in deinem Krieger 2. Einatmen hier. Ausatmen, Hände zu Matte, Chaturanga oder Variation. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Deine Atmung hier wieder zur Ruhe. Atme sanft durch die Nase ein und aus. Und dann heb den Blick. Wir kommen zum Sitzen nach vorne. Du kannst nach vorne springen oder laufen. Und dann stell die Füße hüftbreit vor dir auf. Setz die Hände schulterbreit hinterm Rücken auf, Finger zeigen nach vorne. Wir gehen in einen Reverse Tabletop. Heb mit der Einatmung das Becken nach oben. Und versuch eine Ebene zu bilden mit deinen Oberschenkeln, dem Becken, dem Bauch, dem Brustkorb. Wenn du möchtest, kannst du den Kopf zurückfallen lassen. Aktiviere die komplette Körperrückseite. Heb vielleicht das Brustbein noch ein bisschen mehr zur Decke nach oben. Nochmal tief einatmen. Ausatmen, lösen, komm zum Sitzen nach unten, streck die Beine vor dir aus. Für Dandasana halte die Hände neben dem Becken, zieh den Scheitelpunkt zur Decke und zieh die Zehen zu dir ran. Ganz aktive Beine, finde so viel Länge wie möglich über die Wirbelsäule. Blick zur Nasenspitze nach unten, atme nochmal ein hier. Mit der Ausatmung beug dich langsam über die Beine nach vorne, für Paschimottanasana greif die großen Zehen. Wenn das vieles für deine Beinrückseiten kannst du gerne die Knie gebeugt halten. Versuch wieder Länge in der Wirbelsäule zu halten. Schieb das Brustbein nach vorne Richtung Füße. Roll die Schultern weg von den Ohren. Lass den Nacken entspannt, dein Gesicht entspannt. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, heb den Blick. Ausatmen, löst die Füße. Und dann kommen wir langsam zum Liegen, streck die Arme nach vorne und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten. Aktiviere nochmal die Bauchmuskulatur, um hier nach unten zu kommen. Und dann machen wir ein paar Rückbeugen, stell dafür die Füße hüftbreit hinterm Becken auf. Und bring die Arme entlang des Körpers. Du solltest mit den Fingerspitzen die Fersen berühren können. Und dann starten wir gemeinsam mit einer Schulterbrücke. Mit der Einatmung des Becken nach oben. Ausatmen verschränkt die Hände unterm Rücken, roll die Schultern unterm Rücken zusammen. Schieb mit den Fersen in die Matte und versuch die Oberschenkel, so gut es geht, parallel zueinander zu halten. Atme in deinen Brustkorb, schaff ihr Platz im oberen Rücken für noch einen letzten Atemzug. Mit der nächsten Ausatmung lösen, setz das Becken auf der Matte ab. Und dann machen wir noch zwei Runden. Du kannst entweder bei der Schulterbrücke bleiben oder mit mir zu Urdhva Dhanirasana dem Rad weitergehen. Heb dafür die Arme über den Kopf. Mit der Einatmung hebt das Becken nach oben an. Ausatmen, setzt die Hände unter die Schultern. Einatmen, komm auf den Scheitelpunkt nach oben. Ziehe hier nochmal die Ellenbogen nach innen, halte die Arme parallel zueinander. Und dann hebt dich nach oben, streck die Arme. Versuch die Fersen auch hier wieder aktiv in die Matte zu schieben. Streck die Arme noch ein bisschen mehr. Finde ganz viel Länge über die Körpervorderseite. Aus dem Rad komm dann auf den Scheitelpunkt nach unten. Wenn du möchtest, lauf die Hände ein Stück näher ran. Und komm dann für die dritte und letzte Runde wieder nach oben. Aus der Schulterbrücke macht das auch eigenständig noch eine dritte und letzte Runde. Egal wo du bist, halte den Atem ruhig. Versuch Platz im Brustkorb zu schaffen. Atme nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung komm langsam wieder nach unten. Löse die Position. Wenn du soweit bist, kannst du die Knie zum Brustkorb ranziehen. Schauke gerne ein bisschen von Seite zu Seite, massiere dir den unteren Rücken. Dann gehen wir in einen Twist, öffne die Arme in ein T, lass die Knie zur linken Seite fallen, schau über deine rechte Schulter. Bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Vielleicht ist sie ein bisschen schneller jetzt nach deinen Rückbeugen. Versuch sie wieder zu beruhigen. Mit der nächsten Einatmung komm zur Mitte. Ausatmen, lass die Knie über rechts fallen. Scheibe deine linke Schulter. Komm hier langsam wieder zur Ruhe. Entspann die Bauchmuskulatur und beobachte, wie sich der Bauch bewegt im Rhythmus der Atmung. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Und wir gehen in ein Happy Baby, greif die Außenkanten deiner Füße, schieb die Fußsohlen zur Decke, zieh die Knie Richtung Achselhöhlen ran und dann schaukel ein bisschen von Seite zu Seite. Spür in die Hüftöffnung rein du kannst dabei bleiben oder wenn du mehr möchtest, mal abwechselnd ein Bein zur Seite strecken und dann das andere Bein. Immer über die Seite strecken, vielleicht auch nochmal beide zusammen. Halte die Füße geflext. Und wenn du möchtest, schaukel auch so nochmal ein bisschen von Seite zu Seite. Ganz sanfte Bewegung in der Position. Und dann löst die Füße. Und komm für deine Endentspannung in eine bequeme Position in Rückenlage. Streck die Beine aus, lass die Füße locker nach außen fallen. Schließ deine Augen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Lass alle Anspannung los. Die nächsten paar Minuten in Stille in Shavasana. Bring dann langsam wieder Bewegung zurück in den Körper. Heb die Arme über den Kopf, streck dich ganz lang. Und wenn du soweit bist, mach dich klein, komm zum Liegen zu deiner Lieblingsseite, bleib da für einen kurzen Moment. Und dann halte die Augen noch geschlossen und komm langsam in eine aufrechte Sitzposition nach oben. Nimm dir hier bewusst einen kurzen Moment Zeit, um nachzuspüren, um zu beobachten, wie du dich fühlst jetzt am Ende deiner Praxis. Und dann bring die Hände vom Herzen zusammen, gib dir selbst ein Lächeln. Bring die Hände zur Stirn für klare Gedanken, zum Mund für ehrliche Worte. Zum Herzen beug dich nach vorn. Danke dir. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Klasse.